Willkommen zur Folge 104 von Gardero TV. Diese Folge steht im Zeichen der Wandverkleidung einer Überdachung. Es gibt natürlich zig Möglichkeiten, um eine Überdachung zu verkleiden. Zum Beispiel sieht man oft eine feste Glasverkleidung oder Schiebetüren, was wir bereits in einer vorherigen Folge von Gardero TV gezeigt haben. Man kann es zum Beispiel auch mit Keilstülp-Schalungsbrettern verkleiden, so wie wir es bereits in Folge 13 von Gardero TV gezeigt haben. Man kann es auch komplett oder zu Dreiviertel verkleiden. Wir werden heute allerdings die Wand mit dänischen Stülp-Schalungsbrettern komplett verkleiden. Das haben wir zwar in Folge 15 bereits gezeigt, allerdings waren da die Bretter aus unbehandelter Lärche und diesmal sind sie schwarz besprüht. Hier können Sie nun den Unterschied von den schwedischen Keilstülp-Schalungsbrettern und den dänischen sehen. Die schwedischen sind überlappend und somit leicht angewinkelt. Die dänischen werden gerade übereinander gesetzt. Wie bereits erwähnt, werden wir die Wände heute komplett verkleiden. In unserem Beispiel haben wir hier eine Überdachung vom Typ Oslo, bei der die Pfosten 145 mm dick sind. Den Vorteil, den wir dadurch haben, ist, dass wir den Rahmen für die Wandverkleidung nun mittig vom Pfosten anbringen können und somit von beiden Seiten die Verkleidung anbringen können. Van een staande, dus niet aan de zijkant, maar mooi in het midden een raamwerk maken. Dan kan je hem aan de binnenkant bekleden en aan de buitenkant. Wat daarbij wel even. Ik heb den gewinkelten Querbalken hier aan die Außenseite montiert. Warum, fragen Sie sich? Damit ich hier den neuen etwas höher und ebenfalls mittig setzen kann, um somit zum einen die Stabilität beizubehalten und zum anderen die Wandverkleidung komplett hochziehen kann und der Balken nicht mehr sichtbar sein wird. Hou ik wel mijn stevigheid, maar zul je zien dat mijn schuine schoor straks verwerkt is in mijn wand, dus niet meer zichtbaar. Dan kunnen we hem mooi dichtmaken. De nieuwe querbalken wordt nu mittig van Pfosten aangebracht en vastgeschroefd. Natuurlijk wurde es vorher vorgebohrt. Ik heb hem even voorgeboord. Der Querbalken ist nun befestigt und wir können weitermachen mit dem Rahmenbau. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder baut man die Verkleidung auf dem Dielenboden auf, so wie hier. Oder man hat einen Betonuntergrund und die Pfosten der Überdachung sitzen auf Fundamentsockeln und man hat noch einen Betonstreifen dazwischen eingesetzt, was optimal ist, damit die Verkleidung dann höher über dem Boden angesetzt werden kann und somit länger hält. In unserem Fall haben wir keinen Betonstreifen, sondern einen imprägnierten Balken mit einer Höhe von 145 mm. Somit kann die Wandverkleidung ebenfalls höher angesetzt werden, damit Feuchtigkeit sich nicht hochziehen kann. Der Balken wurde ganz einfach mit 40 bei 40 mm Winkeln festgeschraubt und wir haben unten ca. 1 bis 2 cm Platz gelassen, damit die Luft zirkulieren kann. So wie der Balken festgeschraubt ist, werden nun die vertikalen Pfosten angebracht, da die dänischen Keilstülpbretter horizontal angebracht werden. Aan beide kanten. Ik heb hem iets, een centimeter, twee centimeter ongeveer, van de onderkant afgedaan. Zodat hij nog kan ventileren. Vervolgens heb ik hem hier vastgeschroefd. En dan ga ik nu de verticale staanders dadelijk maken. Want de Deense rabatprofielen komen horizontaal. Bei den Pfosten verwende ich 45 bei 70 mm Balken, was ebenfalls auch das Maß von unseren angewinkelten Querbalken ist und somit optimal passt. Der erste Balken wird hier an der Seite angebracht und ich zeichne mir den Punkt vom Querbalken an und werde es entsprechend einkürzen. Hier bei meinem Schor, da ga ich nu schuin aftekenen, afzagen, dan valt hij er precies mooi in. Unser Rahmen wird aus imprägniertem Holz gebaut. Sie können natürlich auch unbehandelte Lärche benutzen, wenn Sie möchten. Auf dem Grundbalken zeichnen wir uns nun die Stellen an, wo die Pfosten montiert werden sollen. In unserem Fall jeweils mit 50 cm Abstand. Wichtig ist es, eine lange Wasserwaage dabei zu haben, um sicherzustellen, dass die Pfosten auch wirklich gerade stehen. Der Rahmen ist nun fertig und nun zeigen wir Ihnen, wie wir die dänischen Stülpschalungsbretter montieren werden. Wir
Die Trapezseite der Bretter wird die sichtbare Seite sein und die Lippe vom Brett zeigt hier nach oben. Die Bretter wurden von mir bereits vorgesägt und ich habe an beiden Seiten jeweils einen halben Zentimeter Luft gelassen, damit die Bretter genug Raum haben zum Arbeiten. Ich habe sie auf Maat gesägt und an beiden Kanten einen halben Zentimeter Ruimte overgelaten. So kann das Haut altijd seine Wirkung kwijt. Ich finde es selber sehr schön, wenn die Verkleidung erhöht über dem Boden anfängt, damit sie länger haltbar ist. Die Bretter werden nun mit schwarzen Schrauben in den Nuten an den Rahmen festgeschraubt. Achten Sie für die Optik darauf, dass die Schrauben alle gleichmäßig in einer Linie verarbeitet werden. Man kann sich dafür am Pfosten eine Richtlinie anzeichnen, damit man genau mittig die Schrauben setzen kann. Sie können natürlich an dieser Stelle auch normale Standardschrauben benutzen und keine schwarzen, wenn Sie möchten. Was dennoch sehr wichtig ist, ist, dass Sie zwischendurch immer wieder mit der Wasserwaage kontrollieren, ob alles gerade ist. Des Weiteren ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Stülpschalungsbretter nicht aufeinander liegen, sondern ein paar Millimeter Abstand dazwischen haben. Hierzu kann man einen Winkel als Abstandshalter nutzen und somit kann das Holz auch in der Breite arbeiten. Denn das sollte nicht unterschätzt werden. Bei unseren dänischen Stülpschalungsbrettern aus Lärche und den imprägnierten Pfosten ist ein Vorbohren nicht erforderlich und so kann man direkt die Schrauben in den Nuten festschrauben. Es sollten dabei immer zwei Schrauben verwendet werden. Durch die Lippe vom Brett wird nicht geschraubt und das nächste Brett kann nun angebracht werden. Achten Sie aber dabei immer auf den Abstand zwischen den Brettern. Hier können Sie sehen, wie ich die Winkel als Abstandshalter benutze. Sie können natürlich auch etwas anderes nehmen, aber achten Sie darauf, dass der Abstand immer gleichbleibend ist. Und nun kann ich wie zuvor gezeigt alles festschrauben. Wir haben nun ungefähr die Hälfte geschafft und es ist wichtig, immer wieder zwischendurch mit der Wasserwaage zu kontrollieren, dass alles gerade ist. Ich habe soeben zwar gesagt, dass Vorbohren nicht nötig ist, was bei den Pfosten in der Mitte auch zutrifft, allerdings an den Außenpfosten kann ich es nur empfehlen. Das letzte Stülpbrett passt nicht ganz von der Breite mehr rein und wird nun mit einer Handkreissäge auf Maß gebracht. Es ist natürlich ganz einfach und kann auch alternativ mit anderen Werkzeugen gemacht werden. Das letzte Brett wird nun auf dieselbe Höhe mit dem Pfosten der Überdachung platziert. Und hier sehen wir nun das Endresultat von unserer Wandverkleidung mit dänischen Stülpschalungsbrettern in Schwarz. Es hat ein sehr elegantes Aussehen und passt auch wunderbar mit der hellen Farbe der Lärche zusammen. Wir empfehlen Ihnen trotzdem, die Wandverkleidung nochmals schwarz zu färben, damit der Farbton noch was satter wird und natürlich auch besser geschützt ist. Da wir hier nun fertig sind, werden wir uns noch die Rückseite anschauen und sehen, was man da noch machen kann. Man kann die Rückseite nun noch ebenfalls verkleiden, damit es mit dem Pfosten der Überdachung sauber abschließt. Sie können dann auch eine andere Verkleidung wählen, wie zum Beispiel die schwedischen Keilstülpbretter. Was Sie ebenfalls noch machen können, ist, die Wand lediglich drei Viertel hoch zu verkleiden, so wie wir es in Folge 62 von Gardero TV gezeigt haben. Sollten Sie sich entscheiden, drei Wände zu verkleiden, dann ist es ratsam, zumindest eine Seite nur drei Viertel hoch zu machen, da es andernfalls sehr dunkel werden kann. Aber das können Sie in Folge 62 nachschauen. Sie können ebenfalls auch eine Wand komplett verkleiden und bei der anderen eine Glaswand einsetzen. Wenn Sie nun wissen möchten, welche Materialien benutzt wurden in dieser Folge, dann schauen Sie bei gardero.de/tv nach und klicken auf Folge 104. Wenn Ihnen die Videos gefallen und Sie dadurch Ideen für Ihren Garten kriegen, dann abonnieren Sie doch den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachbauen.